Skateboardfahren ist für mich einerseits so etwas, was ich schon professionell machen will und später damit Geld verdienen möchte. Auf der anderen Seite ist es einfach nur mein Hobby und was mir Spaß macht und was ich gerne mache. Lilly Stephasius, Deutschlands beste Skaterin. Mit gerade einmal 12 Jahren ist sie zweifache deutsche Meisterin. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen lässt sie sich nicht aus der Spur bringen. Manchmal ist es so, dass ich in Skateparks komme und von Jungs komisch angeguckt werde, weil ich halt ein Mädchen bin. Aber davon lasse ich mich dann überhaupt nicht irritieren. Bis zu 4-mal pro Woche trainiert die Berlinerin. Ja, davor hat sie noch einen Ticken mehr Geschwindigkeit. Skateboard-Bundestrainer Jürgen Horvath, ihr Coach und Mentor, bringt sie auch schon mal an ihre Grenzen. Das war jetzt schon ein Trick mit ein bisschen mehr Überwindung. Deswegen hat sie den nicht immer geschafft. Übt jetzt quasi den Trick schon auf die nächste Stufe. Und das ist eigentlich, was man auch machen muss, um schnell besser zu werden. Immer dabei Vater Oliver Stephasius, selbst seit mehr als 40 Jahren Skater. Er hat Lilly und ihre jüngere Schwester Tora schon sehr früh auf Skateboards gestellt. Anfangs nur aus Spaß. Ich wusste einfach von mir, dass es ein Hobby ist, was, oder auch ein Sport, der unheimlich viel Spaß macht, wo man seine Kreativität ausleben kann. Dass das dann irgendwann mal in Richtung Leistungssport geht, wusste am Anfang keiner. Sie hätte auch sagen können, ich nehme das Skateboard einfach nur, um damit zum Bäcker zu rollern. Tatsächlich rollt Lilly Stephasius bald von Wettbewerb zu Wettbewerb. Wie hier bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf. 3 bis 4 Monate im Jahr ist die Gymnasiastin auf Reisen. Ich war schon in China, ich war in den USA, ich war fast überall in Europa. Und das ist einfach super schön, weil man fast alles von der Welt halt irgendwie sieht. Skateboarden ist bei den Sommerspielen 2020 in Tokio zum ersten Mal olympisch. Ihrem großen Ziel, dabei zu sein, kommt sie immer näher. Also im europäischen Vergleich ist sie eine der Besten. Und im internationalen Vergleich ist sie eben gerade so da, wo sie hin müsste, um sich nach Tokio zu qualifizieren. Also das ist für sie durchaus schaffbar. Das Interesse an ihr dürfte neue Höhen erreichen, wenn sie tatsächlich in Tokio an den Start geht. Mit dann 13 Jahren wäre sie die jüngste deutsche Olympiateilnehmerin aller Zeiten. Wenn ich mich qualifiziere, dann möchte ich das wirklich genießen und da dann nicht auch noch irgendwie so denken, ich muss jetzt irgendwie unter die ersten 10 kommen oder sowas. Dann 4 Jahre, wenn ich 17 bin und mich dann nochmal vielleicht qualifiziert habe, halt schon mal vielleicht so an eine Medaille denken. Im Februar beginnt die entscheidende Qualifikationsphase. Dann wird Lilly Stephasius wieder mehr auf Reisen als in der Schule sein. Zum Glück finden die Olympischen Spiele genau in den Berliner Sommerferien statt.